Wie viel Kraft und Anstrengung erforderlich ist, um parallel zum Beruf noch ein Studium zu absolvieren, wissen diese Damen und Herren nur zu gut. Die Teilnehmer sind hochmotiviert, das muss man immer betonen. Das sind Menschen, die wissen, was sie wollen, die wissen auch gut von böse zu unterscheiden und die wissen schlecht von brauchbar zu unterscheiden und kommen zu uns in den Lehrgang, um zu lernen. Und jeder, der lernen will, ist der beste Schüler der Welt. Die schlimmen Schüler sind die, die sich die Zeit totschlagen im Hörsaal. Wir haben hier das große Glück, hochmotivierte Studierende zu haben, die dann auch sehr erfolgreiche Absolventen werden. Die Zusammenarbeit Universität Klagenfurt und der Uni an der Mur, wie sie genannt wird, ist für Lehrgangsleiter Dr. Paolo Rondo Provetto sehr erfreulich. In Bruck also sehr gute Leute ausgebildet. Am Anfang habe ich nicht geglaubt, dass dieses Experiment so erfolgreich wird. Aber offensichtlich uns die Qualität dieser Weiterbildung und natürlich die unglaublich gute Unterstützung der Stadt Bruck an der Mur haben dazu geführt, dass diese Initiative zum großen Erfolg geworden ist. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Landesausstellung in Bruck, Wege zur Gesundheit. Sie war der Auslöser dieser inzwischen sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Im Jahr 2006, die letzte Landesausstellung dieser Art in der Stadt Bruck zum Thema Wege zur Gesundheit, haben wir uns überlegt, wie wir nachhaltig auch im Bereich der Bildung dieses Thema Gesundheit fixieren und festigen könnten. Und durch Zufall sind wir mit Verantwortlichen der Universität Klagenfurt zusammengekommen. Und hier hat sich das Thema Uni an der Mur, wie wir den Titel genannt haben, auch ergeben. Es war jetzt der vierte Lehrgang dieser Art mit der Universität Klagenfurt in unserer Stadt, mit der Beschäftigungsinitiative des Bezirkes BIK gemeinsam, wo wir versuchen, an die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mittlerweile Absolventinnen und Absolventen, auf bestimmte Dinge vorzubereiten und etwas zu lehren, was die Allgemeinheit, was die Öffentlichkeit im Gesundheitswesen, aber auch betriebswirtschaftlich betrachtet, bietet. Ich bin sehr froh. Wir werden diese Lehrgänge unbedingt weiterführen. Wir wollen ein zusätzliches Bildungsangebot für die Erwachsenenbildungen in unserer Stadt anbieten und wir werden sicherlich weiter tun. Uni an der Mur, vielleicht ist es auch Ihr Weg zum Master of Business Administration, kurz MBA.